Muss noch blasen. Raus hier! Hanni kann nicht blasen, wenn jemand zuguckt. Da, ja. Wo war da nochmal dieser wunderbare Dings? Mal schauen, wer von uns die Kreuze draußen reingeworfen hat. Ja, das könnte sein. Ich glaube, das war da, wo es einfach draußen auf der Wiese liegt. Ja, es gab auf jeden Fall zwei Locations draußen. Da! Sehen? Kannst du das sehen? Da! Beautiful. Neue schöne Kreuze. Begeisterung. Jetzt! So. Neue Kreuze braucht das Land. Jetzt habe ich keine Taschenlampe. Super. Hängt dann noch. Ah, okay. Wer zu spät kommt, kriegt die schlechte. Na gut, dann nehme ich halt die Polaroid dazu. Ist okay. Ach so, das müssen wir. Hab ich nur schlechtes nicht, ich mache auch noch schlechte Bilder. Yeah! Sag, du zeigst wieder mal den Weg und warte, ich muss erst meine Kamera ja, wieder aufhängen. Ja, ich suche gerade. Nein, das Garage war. Garage, bevor du fragst. Das ist nicht das Ding, wo es draußen lag. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo es hier war. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich habe das Haus gerade verwechselt. Ja, das weiß ich. Das. Wo war denn der Strom? Im Keller bestimmt, oder? Nee, Garage. Achso, gut. Und wo ist der Kürbis? Ah, ja. Der war hier im Keller. Genau, der war im Keller. Ich erinnere mich. Da ist auch das Hokuspokus. Ja, und hier ist der Kürbis. Hi, Kürbis. Der Strom ist released. See des Froschs. Release der Strom. Ach, hier unten haben wir auch einen Dunstkreis. Sag ich doch. Ja. Der Kreis der Freude. Kreis der Freude, ja. Hab mich Liedkreis. Eins mit der Crew, eins. Der snackt dich, der snackt dich so richtig. Hier oben der Crew, Teil des Schiffs, meinst du? Was? Polar Holtmann, hier oben liegt dein Schädel, bitte ein Foto. Wo ist oben? Ach, dort, ja. Das ist Kannis Hintern. Drei Sterne Hintern? Seit drei Sterne Hintern. Auch oft verwechselt. Mein Arzt hat heute zu mir gesagt, dass mir gesundheitlich gesehen ein paar Kilo mehr ganz gut tun würden. Dann hast du also nur zwei Sterne Hintern. Nee, mein Arzt hat einfach keine Ahnung. Wo seid ihr alle? Warum bin ich alleine? War schon jemand oben? Geh mal rauf. Ich bin oben. Geh zu Dex. Ich höre Geräusche, aber ich kann nicht sagen. Ich bin ein Geräusch. Nee, das klang nicht wie du. War schon jemand oben und wenn nein, warum ist die. Oh, das ist. Ich bin doch hier. Kein und ich, wir sind oben. Hat jemand das Radio bedient? Nein. Ich. Nee. Mach das doch sowas nicht. Ich versuche doch zu Geräusch peilen. Also hier oben ist mir zu warm. 10 Grad. Hier unten im Badezimmer. Hier unten im Badezimmer. Okay, wir gehen. Okay. Der emotionale Support Otter ist unten im Badezimmer, wo der Geist ist. Welchem? Naja, Kreis der Freude. Hauptsache in dem, wo es nie ist. In dem was? In dem, wo es nie ist. Hinten? Gibt es also noch eins? Ja. Da gibt es noch ein Bade. Da sind wir nie, da ist er ja nie. Doch, selten, aber. Und Kitty ist alleine? Ach, hier. Wo ist okay, ja. Support? Nee, hier sind 10 Grad. Das ist es nicht. Doch, hat noch kurz. Hier draußen habe ich. Also, ich habe fast 0 Grad. Ich habe keinen Ausschlag. Also, keine Minustemperatur, aber kurz drüber. Okay, hat der Strom ausgemacht? Hier sind lauter Leute in den Dotzen. Ich lass mal das M4, ne? Ja, wo war das Ding? In der Garage, ne? Strom, ja. Wo in der Garage? Das weiß ich nicht. Hallo? Ich war ja, Kürbis genau. Suchen. Ich hab den Strom wieder angemacht. Ah, toll, da kann ich den Scheiß nicht drauflegen. Ja, hier geht wenigstens. Ich gehe dann mal die Box holen, ne? Jo. Was ich hab ein Buch, ich hab ein. Hast du ein Kreuz? Ich hab beide Kreuze. Wenn ihr mal raus zum Otter? Ja, das bin ich. Dreh dich mal um 180 Grad. Guck mal nach rechts oben. Da in den Hintergrund. Was flackert da? Was ist das? Mond. Nee, weiter unten. Das ist so eine graue Wand irgendwie. Da flackert bei mir nichts.
skeptisch okay. gucke. Grafikfehler. Also bei mir ist bewölkt und da unter dem Mond ist auch noch Wolke, sonst ist da nichts. Die Wolke unter dem Mond. Bei mir ist da auch nichts. Ich habe eine Box dabei. Ich bin abgedriftet. Hausdach. Ah ja, okay, danke. Ja, stimmt, könnte ein Hausdach sein. Komisches. Ich sag heute, warte, bist ja mein Spezialdienst noch nicht vorne. Das stimmt. Hi. Ich habe einen Verlauf. Ja, wie immer. GG. Oh, irgendwas musst du ja können. Ich würde mich auch in einem Spiel verlaufen, in dem es nur einen Raum gibt. Hm? Oh, ich würde sowas von einem Spiel verlaufen, wo es nur einen Raum gibt. Ich würde gar nicht reinkommen. Bist du hier? Text sieht Geister. Bist du? Achso, Moment. Wie alt bist du? Erscheine Geist. Wer heißt denn der Geist? Leute? Ja, Moment. Anthony Harris. Anthony Harris, bitte erscheine. Es ist Anthony Iron Harris. Man. Iron Man, nee, das ist. Nee, Iron Man heißt doch nicht so. Anthony. Wir haben einen Orb. Aber in dem. Bist du geil? Aber über dem Bett. Okay, das ist der falsche Raum, offensichtlich. Ich gehe mal ins Schlafzimmer. Oh, hier hat ein Telefon vibriert. Moment, dann mache ich da auch noch zurück. Bist du hier? Wie heißt du? Moment. Wer ist der Scheine? 25 bitte 17. Achtung. 25. Anthony Harris, bitte erscheinen. Bam, alles wieder oben. Wie Geister Scheine. Ja, ich erwarte aber jetzt auch den Home-Video-Webpreis, also mindestens. Das war also, ich habe mir da echt verdammt Mühe gegeben. Meist mich doch mit dem Häschen. Oh, wir haben Ausschlag, aber ich sehe nicht wo. Dann solltest du zum Arzt. Badezimmer und da ist gerade das Licht, das Wasser angegangen. Wir haben im Badezimmer Minusgrade, ne? Ja, aber wir haben ein Orb im anderen Raum. Und im Badezimmer Minusgrade. Nee, warte. Zwillinge! Ich schon wieder. Und wir haben einen Fußabdruck im anderen Raum. Okay. Also Gefriertemperatur und Orb habe ich eingestellt. Okay. Hier oben habe ich keinen Ausschlag, hier unten schon. Kontext ist King. Was? Ja. Kontext ist King. Oh Mann, ihr seid so fürchterlich. Ghost Defense, bitte. Ich würde gerne das Licht ausmachen, danke. Jetzt würde ich gerne das Licht ab. Oh Gott, mach das scheiß Licht aus. Dann gucken wir doch mal im Nachbarraum, ob wir da noch ein Orb haben. Da fliegt auf jeden Fall ein Orb rum. Da Schritte im Zeug. Also was haben wir jetzt? Gefriertemperaturen und... Orb. Emp ist raus. So, die Zwillinge sind tatsächlich noch drin. Nee. Doch? Achso, Emp ist raus. Ja. Warum nee, ist... wir haben Gefriertemperaturen und Orb. Und da sind keine Zwillinge mehr übrig. Ja. Ja, das ist... Es sei denn, Empf ist raus, aber Empf hatte ich jetzt einen Dreier. Das heißt, ja, Orb und Gefriertemperatur, das sind noch Revenant, Yurei, Hantu, Orio. Ja, nee, ich hab mein Fehler, ich hab die Box angekreuzt, und stelle den Orb. Es ist bestimmt ein Handtuch, schließlich ist es ein Badezimmergeist. Also wir haben definitiv keine anderen, keine Orbs in dem Badezimmer-Dings. Ich komm zum Blasen. Überhaupt noch Ultraviolett? Ja. Ich könnte mal das Buch ausschließen. Yurei Hantu Onryo. Box wahrscheinlich auch. Wir haben Ultraviolett. Yurei Hantu. Ultraviolett? Es ist ein Hantu. Wir können gehen. Hat jemand einen Fotoknips? Nein, ich habe Fotoknips. Ja, wo ist das? Ja. Wo ist der? Wo ist das UV? Leuchte drauf. Ich kann es sehen. Hab Bild gemacht, wir können. Sekunde. Okay. Muss noch blasen. Raus hier! Hanni kann nicht blasen, wenn jemand zuguckt. Da, Jatta. Ich sagte doch raus hier! Jagt er nicht mehr? Ja, dann komm raus, wenn er nicht mehr jagt. Ich weiß nicht, das war eine Frage. Ja, die Tür ist offen.
Okay. Also ich dachte, er hat das Licht ausgemacht, wurde, hat geblasen, wurde sauer, hat gejagt. Ja, irgendjemand hat das Licht ausgemacht. Ja, genau. Rage. Ja, das könnte sein. Nee. Er hat noch nicht geblasen. Also was haben wir jetzt? Ich glaube, es geht wieder um Schlag. Handtuch. Ein Handtuch. Handtuch. Man hört die Spülung und dann das Husten. Ja, Kontext ist so wichtig. Manchmal komme ich mir verarscht vor. Ein Mitarbeiter wollte, dass ich bei seinem Jahresgespräch dabei bin. Er hatte aber keine eigenen Themen, die er besprechen wollte. Ach ja, bin wieder da. Willkommen zurück. Naja, aber ist doch gut, dass du da warst. So weißt du zumindest, dass er nichts sagen wollte. Vielleicht wollte ich ihn mal wieder sehen. Das könnte sein. Könnt ihr das Pentagramm anzünden? Das fängt den Geist. Ja, das können wir machen, aber wir haben eigentlich alles erledigt. Wir müssen es nicht machen. Und unsere Sanity ist sowieso schon scheiße. Und wenn jede Kerze, die angeht, angeht, droppt Sanity. Ja, hat jeder seine Hand? Wenn die Sanity auf null droppt, sind wir tot. Hat jeder sein Handtuch dabei, dann würde ich jetzt einfach auf den Knopf drücken. Ich habe mein Handtuch, Handtuch dabei. Ja, mein Handtuch dabei. Der Handtuch hat auch, Handtuch hat auch geblasen. Braver Handtuch. Abgesehen davon ist dieses Dings so kacke platziert. Wenn man auf der falschen Seite die letzte Kerze anzündet und muss man dann eventuell durch den Geist, um nach draußen zu kommen. Und der Geist wird dich garantiert dann wegsnacken. So, dann wollen wir jetzt ins Farmhaus. Oh, finde die Knochen. 100 Dingsies. I like. 100 Internet-Gummipunkte. Das gab jetzt relativ viele Punkte für mich. 870. Ja. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich find's okay. Wegen dem täglichen Knochen. Ah, wir haben den täglichen Knochen gefunden. Und wir haben das Feuerlicht gemacht. Wir haben einen Zeuge und haben den EF-Beweis. Mhm. Wir haben einen Bonus für Ermittlungen bekommen. Und das mal zwei. Juhu. Und das war der Grund, warum wir nicht wieder reingegangen sind, weil das hätte uns nochmal genommen werden können. Unser Geld gekostet. Genau. Mag der Satz seine Kameras mal raus? Also die Fotokameras mal rausnehmen? Die habe ich doch alle raus. Na, denn deine 1er-Fotokameras sind noch drin. Weil da dieses... Weil der automatisch wieder auf Part 1 switcht. Wenn ich sag, nimm den Part 2. Geh mal, mach mal den Haken weg bei automatisch kaufen und automatisch hinzufügen. Ja, automatisch hinzufügen ist eine gute Idee, dass ich es wegnehme. So. Und dann müsstest du es rausnehmen können. Ja. Konntest du? Ich nehme doch die ganzen Plusse wieder weg, indem ich Minusse drücke, einfach weil. Also, er zeigt mir jetzt an, ich hätte 3 Kameras im LKW. Quotoapparat, aber er zeigt hier noch die 1er an. So. Da müssen wir mal schauen. Jetzt sollte theoretisch nichts mehr von mir da sein. Ansonsten werden wir. Okay, jetzt sieht's gut aus. Taschenlampe, eine Taschenlampe solltest du trotzdem hinzufügen, weil eine muss von dir kommen. Ich weiß, das ist ja die Level 2, die da drin hängt. Das heißt, du kannst jetzt im Grunde genommen alles, was... Ich habe alles rausgeschmissen, das, was von mir kommt, ist das Basis... Taschenlampe, ja, okay, das passt. Das Basiszeug, was ich nicht wegnehmen kann. Okay. Vielleicht war alles die Freiheit zu lange her. Ja, das, genau. Ja, was hat er damit gerechnet, gemobbt zu werden? Oder ist was anderes passiert? Moment, wenn er damit gerechnet hat, gemobbt zu werden, warum hat er Blackie dann dazu geholt? Vielleicht ist er Masochist und mag gemobbt werden. Ach. Ja, das könnte sein. Otter, wir gehen! Ich
Also ich habe tatsächlich mal meine Geschäftsführung zu einem Mitarbeitergespräch mit dazu geholt, damit ich sicher sein kann, dass die Deppen vom HR keinen Bullshit verzapfen. Verständlich. Manchmal muss man das einfach tun.